Reisegruppe stand. Auf den Kopf zum Schutz vor Hitze, eine grün beschirmte Mütze, hab ich wie die anderen 100 auch den großen Bau bewundert. Hab ich Kamera behängt, auch auf ein Kamel gezwängt, das trug mich geduldig stumm, zweimal um die Sphinx herum. Doch nach einer dunklen Stunde wollte ich eine dritte Runde, völlig seekrank noch vom Wandeln, doch im Orient musst du handeln, oder du wirst unbedarft, gleich als Ausländer entlarvt. Also feixle ich massiv, bis der Kameltreiber rief. Guck mal, nee, sieh mal da, Mann aus Alemannia. Guck mal, nee, sieh mal da, Mann aus Alemannia. Irgendwas verriet mich ganz, offensichtlich auf Distanz. Also hab ich eingesehen, wie muss man subtil vorgehen, um sich nicht zu unterscheiden. Hilft oft schon, sich zu verkleiden, einen Bonus zu gebrauchen. Und schon kannst du untertauchen, gern mit einem Fels geziert, wird man sofort akzeptiert. Also kauf dich kurzerhand, Kopfbedeckung und Gewand. Um noch weniger aufzufallen, trug ich einen Töppich Ballen und ließ mir dazu noch eben deutschen Wasserpfeife geben. Unauffällig, wie ich war, ging die schnurstracks zum Bazar. Zögernd stand ich noch davor, da grölte schon der Händlerchor. Guck mal, nee, sieh mal da, Mann aus Alemannia. Guck mal, nee, sieh mal da, Mann aus Alemannia.